Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Hier mit unserem Sissel. Sissel-Missel. Wo ich eigentlich erst dachte, der heißt Cecil, aber der ist Sissel. So, was ist das hier? Irgendwie die nächste Stadt, Dorf, keine Ahnung, Baron. Sollen wir hier hin? Nee, oder? Habt ihr dieses Gerücht vernommen? Es heißt, es gäbe einen Übungsraum unter dem Teufelsweg. Unerfahrene Abenteurer halten dort so einige Ratschläge, munkelt man. Ich glaube schon, dass man auch erstmal hierher soll. Lord Cecil von den Rotschwingen, ihr sucht das Tal des Nebels, durchquert die Höhle im Nordwesten und ihr werdet es finden. Aber man kann hier erstmal einkaufen gehen, aber wir haben doch gar nichts, oder? Herberge. Unsere Betten kosten 50 Geld pro Nacht. Möchtet ihr hier übernachten? Wir haben 14 Geld. Ich glaube nicht. Außerdem waren wir gerade erst pennen. Na Kleine, wer bist du? Warum diese Aufmachung? Bist du ein böser Mensch? Ja. Ciao. So. Wer ist das? Krämer. Zelte gegen Gift und Potions sind die besten Wegbegleiter eines Reisenden. Wenn ihr Großes vorhabt, solltet ihr groß einkaufen. Das stimmt. Hereinspaziert. Ah, okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? Das ist gut, müssen wir uns merken. Aber ich glaube, wir sammeln erstmal bei unseren normalen Kämpfen die Belohnungen ein, bevor wir hier rumshoppen. Kann man hier rum? Ach, hier kann man rum. Wer ist das? Finster sind diese Zeiten, in denen der König seine Soldaten sich in der Schwarzkunst üben lässt. Er wohnt hier. Nebenan befindet sich der Eingang zum Teufelsweg, jenem unheiligen Weg, der nach Mysidia führt. In friedlicheren Zeiten war dies eine belebte Handelsroute, doch seit die Magier den Weg auf ihrer Seite versiegelt haben, ist es damit aus. Hier unten gibt es noch einen militärischen Übungsraum, ihr braucht aber sicherlich keine Lektion in Kriegskunst. Nee? Übungsraum. Schnelle Entscheidungen sind das A und O im Kampf, aber es kann nicht schaden, die Kampfgeschwindigkeit zu senken, bis alles sitzt. Falls ihr wirklich herausfinden wollt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid, stellt in den Optionen den Kampfmodus auf aktiv um. Dann steppt der Bär, denn die Monster greifen euch auch an, während ihr gerade Magie oder Items auswählt. Das ist wirklich nur was für starke Nerven, oh ja. Echtzeitkämpfe, die können stressen. Mit dem Gruppenmenü können Sie Ihre Gruppe nach Ihren Wünschen ändern. Starke und schwache Mitglieder können jeweils in die vordere und hintere Reihe gestellt werden. Die Auswahl des Befehls während eines Kampfes, die Reihen zu tauschen, ermöglicht es, die erste Reihe der Gruppen nach hinten zu verschieben und die hintere Reihe in den Vordergrund. Wenn mehrere Mitglieder der Gruppe ihre Kampfgeräte aufgefüllt haben, können die Tabulator drücken, um die Reihen zu durchlaufen. Dies ermöglicht ihnen, die Reihenfolge zu ändern, in der sie agieren. So können sie strategischer kämpfen. Yo. Bedenken Sie, dass Umsicht zum Mut gehört und dafür sorgt, dass Sie nicht für Phoenix Down herumrangeln. Wenn eine Schlacht schiefläuft, flüchten Sie mit M. Und nicht vergessen, es gibt viele Zaubersprüche, die auf alle Feinde oder Freunde gewirkt werden können. Drücke Y, wenn du mit dem Zauber eine andere Gruppe anvisieren möchtest. Beim Aussenden von Zauberwirkung aus dem Magic-Menü bei der Wahl Target All wird sich der gewählte Zauber nicht auf einen einzelnen, sondern auf alle Gruppenmitglieder auswirken. Soho. Ich möchte nicht mehr hören, das verwirrt mich. So, ist also der Teufelsweg. Aha. Wer bist du? Ich bin mir sicher, es bringt Unheil, sich in die Angelegenheiten des Dorfes des Nebels einzumischen. Ich hab trotzdem. Rosas Haus. Die jüngsten Anwandlungen seiner Majestät beunruhigen mich. Auch du und deine Männer begehen schreckliche Verbrechen. Befehle hin oder her. Ich bitte dich, halte Rosa raus aus diesen gefährlichen Unternehmungen. Rosa ist aber unsere Schnitte. Und die kommt wahrscheinlich freiwillig sowieso mit, weil sie ohne ihn nicht will. Könnte ich mir vorstellen. Da war so ein Garten, da hätte ich vielleicht mal reinluschern sollen. Wer ist das? Oh, ein Dunkelritter, aber ich finde, so böse siehst du gar nicht aus. Ich zeig dir gleich mal, was böse ist. So, da waren wir ja gerade. Was ist denn hier so? Die Tür ist abgeschlossen. So. Na gut, dann gehe ich jetzt mal hier in den Garten. Vielleicht ist da ja Rosa. Nein, eine alte Oma. Die Tür im Westen der Stadt kenne ich. Die führt zum alten Wasserweg und der wiederum in die Burg. Aber sie ist seit geraumer Zeit abgeschlossen. Ist aber... Oh. Jetzt sind wir schon wieder rausgelaufen. Ich glaube, wir dürfen aber auch mal gehen. Oh, wir werden angegriffen. Yeah, Sir!
Kampf hier. Angriff, Schwebeauge. Machen wir, nehmen wir uns erstmal einen vor. Guck mal, der ist schon mal weg. Ist ja prima. Und wir kämpfen tatsächlich mit Echtzeit. Machen wir einen Sprung auf das Vieh. Der braucht wahrscheinlich jetzt eine Runde. Nee. Ach, dann macht er den Sprung. Hoffentlich macht er den Sprung automatisch jetzt auf das Igelvieh. Das wäre sehr schön, wenn das jetzt immer so wäre und nicht. Kommt der andere auch mal wieder? Okay. Weiß es nicht. Aber er ist nochmal runtergehopst jetzt. 196 Erfahrungspunkte und wieder die geniale Final Fantasy Winner-Musik. So, weiter geht's. Jetzt bin ich hier in so einem Wald. Oder rennt aber hier auch schnell durch die Gegend. Da haben wir ordentlich was zu kämpfen. Es ist so cool, die Final Fantasy Musik. Es ist so, ja, so ganz Klischee. Wie man es halt kennt. Episch. So, ein bisschen schneller hier mal. Der Igel muss vernichtet werden. Gar nicht drauf geachtet, ob wir das letzte Mal was bekommen haben an Schätzen. Eine Portion. Das letzte Mal wahrscheinlich auch schon. Dann gucken wir einfach mal hier lang. Dödelö. Da ist doch was. Das sieht doch gut aus hier. Da ist eine Höhle. Oh, welch unerwartete Freude, euch wiederzusehen. Euer werter Name war Cecil, nicht wahr? Ich habe damit angefangen, eine Karte zu zeichnen. Sie soll den Menschen Orientierung geben und auch mir selbst den Lebensweg weisen. Wie könnte sich jemand, der jetzt ein Kartograf ist, noch guten Gewissens Hemingway nennen? Hemingway wurde zu Mappingway, dem Kartografen. Okay. Mappingway. Aber ja, mein guter Cecil, ich will euch das hier geben. Karte des Wandersmanns erhalten. Führt ihr diese Karte mit euch? Also führt ihr diese Karte mit euch, wenn ihr durch eine Höhle stapft, so zeichnet sie das Terrain von alleine auf. Und jedes Mal, wenn ihr eine Karte vervollständigt habt, erhaltet ihr eine großartige Belohnung obendrauf. Ich bin mir sicher, sie wird euch auf euren Reisen nutzen. Also dann, auf dass wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen, mein Freund. Und bams ist das weiße Kaninchen wieder weg. Wie mysteriös, was ist hier? Es leuchtet hier so. Erstschlag. So, der Igel ist weg. Ist immer Igel. Wir kämpfen jetzt immer gegen Igel. Mit langen Schwänzen. So, mach mal Himmel hier. Ja, das klappt auch ganz gut. Mit den beiden hier. Cecil-Stufe angestiegen. Von 10 zu 11. Yeah, Stärke 14, Agilität 11. Okay. Ich weiß nicht, warum das da so leuchtet. Aber ich... Können wir jetzt mal hier die Karte... Karte? Ich spüre eine Präsenz. Sie ist nicht freundlich, aber auch nicht feindlich. Ja. Kann ich das hier in den Items sehen? Die... Nein. Also die... Wichtige Items sortieren. Nein. Die Karte, dachte ich jetzt... Okay, Ausrüstung haben wir hier. Dunkelschwert, Dunkelhelm, Dunkelausrüstung, Dunkelhandschuhe. Dunkel. Okay. Und der Kane? Nee, der Kane, den wollte ich jetzt. Wo ist er? Warte, kriege ich das hier? Kane, Stufe 10, Speereisen, Schild, Eisen, Eisen. Also der ist also so eine Art Ritter eher. Oder so? Weiß ich nicht. Verlasset diesen Ort. Oha. Wer sagt das? Ich will jetzt aber die Truhe. Portion aus der Schatzkiste erhalten. Müssen wir kämpfen dafür? Nö. Wir uns einfach holen. Angriff! Erstschlag. Oh, das sind irgendwelche Schlangen. Und viele Schlangen. Aber die gehen sehr einfach weg. Also, als Schwache finde ich uns bisher jetzt nicht. Die sind jetzt nicht gerade sehr stark, die Gegner. Dass wir die mit einem Schlag halt töten, ist schon gut.
Aber der Kane, der bräuchte vielleicht demnächst mal eine Potion, sehe ich gerade. Jawohl. Und noch eine Truhe. Augentropfen aus der Schatzkiste halten. Na, prima. Da ist noch eine Schatzkiste, die will ich auch. Komm her, du. Zelt. Das ist auch gut. Damit können wir alle heilen. Alle Beteiligten. Komme ich hier auch wieder weg? Hm. Angriff wieder der schlafenden, gestreiften Asseln oder Schlangen. Ach, Gemach. Gemach. Wir werden confused hier. Das ist okay. Wenn die jetzt alle Gemach auf uns machen, dann schadet es uns wenigstens nicht mehr, weil wir sowieso schon... Ach so, das hat aber auf ihn keine Wirkung, auf den Kane, den coolen. Den coolen Kane. Oder ist er jetzt auch... Ja, okay. Nee, keine Wirkung. Komm, greif mal an hier. Kritisch. So, jetzt sind die Vorderen schon mal weg. Die kleinen Biester. Bilden die sich eigentlich ein? Hoffentlich geht das Laden irgendwann schneller. Sonst könnten sich die Kämpfe über das Spiel ein wenig hinziehen. So, jetzt mach mal den letzten bitte weg, den Wurm. Jawohl. Kanes Stufe angestiegen. Okay. Das finden wir gut. Kehret um. Diese Stimme, der Beschwörbare. Oh, hoffentlich ist der nicht zu stark für uns. Passion aus der Schatzkiste halten. Ich glaube, davon nehme ich mal eine. Wenn ich darf. So, wir hätten da... Genau, der kriegt jetzt mal eine. Das ist schon mal gut. Und bei ihm warte ich noch. Das geht noch. Ich spüre eine Präsenz. Gefolge aus Baron. Du weißt, wer wir sind? Kehret um und kein Leid soll euch zugefügt werden. Zeig dich! Ihr schlagt meine Warnungen in den Wind? Ja. Wir müssen diesen Ring zum Dorf des Nebels bringen. Wie ihr wünscht. Der Nebel sammelt sich? Oh nein, der Nebel. Nebeldrache. Oh, wir schaffen das schon mit Level 2 oder so. Ich mach mal einen Sprung. Von Schwarzkunst. Jetzt. Gebt mal alles, Jungs. So, der muss das jetzt erstmal kurz alleine wuppen. Dadurch wird aber der Kane nicht angegriffen, weil er halt gerade im Sprung ist. Vielleicht ist das auch ganz geschickt. Kannst du jetzt das mal machen? Kannst du mal angreifen? Jawohl. Er ist wiedergekehrt, Kane, mit seinem Megasprung. Ja, das greift immer normal einmal an, bitte. Anfällig, 108. Der Drache hat sich in Nebel verwandelt. Oh, ist das gut? Ist das schlecht? Habe ich ihn jetzt besiegt? Wahrscheinlich nicht. Also ich muss wahrscheinlich eher was anderes jetzt machen, ne? Ich kann ihn ja nicht angreifen. Ich mach mal Schwarzkunst. Daneben Konter, kalter Nebel. Oh. Den Nebel anzugreifen bringt nichts. Damit provozieren wir ihn nur. Ja, das habe ich mir gedacht. Was kann ich denn machen? Erst zuschlagen, wenn er wieder Gestalt annimmt. Also das heißt, wir müssen uns passiv irgendwie stärken. Das sollten wir tun. Ich nehme mal ein Item. Sonst sind wir gleich dran.
Nebelst dich zusammen. Chance zum Angriff. Ja, just do it. Schwarzkunst. Oh Mann, er macht immer irgendwie gar nichts. Sprung. Kane. Gib alles. So, du greifst jetzt mal normal bitte an. 114. 43 hat er mir wieder gegeben. Der Arsch. Sack. Aber wir haben auch nicht... Yeah. Er ist gesprungen. Oh Mann, hau mal drauf hier. Den müssen wir doch klein kriegen. 114. Wie hat er denn einzustecken hier? Hallo? Ja, er ist tot. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn! Wuhu! Knapp, aber geschafft! Kane und Cecil. Wuhu! Ja, nicht mit uns. Höhle des Nebels, vollständig. 5 Potions erhalten. Voran hier direkt. Und wo sind wir? Oh, ein süßes Dorf. Mission erfüllt. The Ring! This is what we were sent to do? He wished this village torched. But why? Why? Mother, you can't die just because your dragon did. I've heard of their lot. Men who can conjure Eidolons. Summoners. Then the dragon we slew was her mother's? You! You're the ones who killed her dragon? Forgive us. We had no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No! Foul work, to be sure. We'll need to kill the girl as well. Kane! It's her or us, Cecil. She's a child! You'd betray your king? Betray him? Any man who'd wish for this is no king of mine! I thought you might say that. Then... I owe His Majesty much, but not so much I'd soil the Dragoon's name in his. Then you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will, thank you. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come, it's not safe here. Take my hand. No! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Boah, krass, Leute, das ist voll spannend. Und jetzt müssen wir auch noch gegen das arme Mädchen kämpfen, dessen Mutter wir noch gerade getötet haben. Lasst mich in Ruhe. Und die Synchronisation, also die Synchro ist voll geil. Ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Bin ganz gespannt. Gaias Zorn. Geiler Scheiß, echt. Voll spannend. Das war ein bisschen zu weiblich sein.
Dem Himmel sei Dank, sie lebt. Moment. Kane. Kane? Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich muss das Mädchen von hier wegschaffen. Vergib mir, Kane. Boah, es ist voll spannend, finde ich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, so direkt am Anfang. Aber das finde ich ziemlich cool. Wir machen nochmal hier so einen Kampf in der Wüste. Und dann... Oh, oh. Ihm geht's aber gar nicht gut. Vielleicht hätte ich das... Ahaha! Nein, nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Können wir bitte erstmal was nehmen? So. So, die machen wir mal platt hier. Hoffentlich tut mir die Assel hier nicht zu doll weh. Der Skorpion. Sag ich schon. Aber mit Schwarzkunst, ich weiß mal nicht, ob ihm das wirklich was bringt, dass ich Schwarzkunst sage. Ich mach mal lieber normalen Eingriff. Komm, mach's fertig. Jawohl. Vielleicht kriege ich dafür auch wieder eine Portion. Und unsere Stufe ist damit auch angestiegen. Sehr schön. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn hier. Weil wir halt echt nicht mehr so viel haben. Magie, können wir irgendwas machen? Nee. Boah, sollte ich mich dann überhaupt hier so rumtreiben? In der Wüste? Wir hatten doch eine Karte. Wie geht die denn? Ach, guck mal, da ist doch was. Da ist was. Da gehen wir hin. Zur Oase. Kaipo. Ich muss einen Platz finden, an dem sich das Mädchen ausruhen kann. Das ist bestimmt hier. Seid gegrüßt, Reisender. Du meine Güte, das Mädchen ist ja kreidebleich. Legt es sofort in ein Bett und macht euch keine Gedanken über die Bezahlung. Hab Dank. Das findet sie bestimmt nicht so toll. Du bist wach. Sag ich doch. Du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Es ist meine Schuld, dass deine Mutter tot ist. Ich verlange nicht, dass du mir vergibst. Aber erlaube mir wenigstens, dich an einen sicheren Ort zu bringen. Ich meine, die haben den Drachen getötet, nicht eine Mutter. Das konnten die ja nicht wissen. Okay, das macht es natürlich nicht besser, aber das konnten sie nicht wissen. Haben wir euch gefunden, Lord Cecil? Cecil. Bitte, ihr müsst mir zuhören. Der König ist... Ich habe meine Befehle direkt vom König. Hängt uns das Mädchen aus und er wird euch eure Verfehlungen vergeben. Die Bewohner des Dorfes des Nebels sind gefährlich. Wie bitte? Tretet beiseite. Ich denke gar nicht dran. Wow! Wir kümmern uns im nächsten Part von Final Fantasy um diesen spannenden Kampf. Leute, bis dann!